In Berlin. Deutschland. Alle Macht geht vom Volke aus? Ist das wirklich so? Umfragen ergeben, nur 60% der Bevölkerung haben Vertrauen in das demokratische System. Ende Mai werden die Abgeordneten eine weitere Erhöhung ihrer Diäten beschließen. Es geht um 8% mehr Gehalt. Der Bundestag darf das selbst bestimmen. Beuten die Parteien den Staat aus, auf Kosten des Volkes? Das Buch »Die Deutschlandakte« von Hans-Herbert von Arnim ist eine Anklage der politischen Klasse. Es geht um die persönlichen Interessen von Entscheidungsträgern und die Machtversessenheit von Politikern. Die Macht in Deutschland wird auf den Prüfstand gestellt. Die These von Arnims Deutschlandakte? Der Wähler wird getäuscht von der Politik und der Wirtschaft. Letztes Jahr wurde das Großunternehmen Siemens von der EU zu einer Strafe in Höhe von 400 Millionen Euro verurteilt, wegen Schmiergeldern und Wettbewerbsverzerrung. Hans-Herbert von Arnim attackiert nicht die Managerkaste, sondern Einzelne, wie etwa den Siemens-Manager und früheren Konzernchef Heinrich von Pierer. Doch der Fall Siemens ist nur einer unter vielen. Der Autor sieht das gesamte politische System in Gefahr. Sein Buch ist ein Rundumschlag gegen Parteienfilz, Lobbyisten und Funktionäre. Für ihn steht der Bürger außen vor und der Staat verliert seine Legitimation. Guten Abend, Herr von Arnim. Guten Abend, Frau May. Sie haben die jüngsten Diäterhöhungen stark kritisiert. Wie gut müssen denn unsere Parlamentarier bezahlt werden, damit sie nicht korrupt werden? Sie müssen schon ordentlich bezahlt werden. Aber über 8.000 Euro im Monat, das Bundestagsabgeordnete in Zukunft verdienen, das ist nicht schlecht. Das Problem besteht auch in den wertvollen Nebenleistungen, die Abgeordneten bekommen. Die hohe steuerfreie Kostenpauschale von fast 4.000 Euro im Monat, da bleibt viel übrig für viele Abgeordneten, weil sie gar nicht entsprechende Ausgaben haben. Oder die Altersversorgung, die höchste Altersversorgung erwerben sie schon nach einem halben Arbeitsleben und das im 57. Lebensjahr bereits. Außerdem können sie unbegrenzt nebenher verdienen. Das sind Privilegien, die sie haben und die sie beispielsweise mit Bundesrichtern, mit denen sie sich gerne vergleichen, überhaupt nicht haben. Was Korruption anlangt, ist es auch keineswegs so, dass je mehr Geld die Abgeordneten aus der Staatskasse bekommen, desto widerstandsfähiger wären sie gegen Korruption. Nein, es gibt viele Fälle, wo auch Höchstverdiener sich korrumpieren lassen. Nehmen Sie den Fall Zumwinkel, der zwar noch entschieden werden muss, aber wo man doch einiges weiß. Nehmen Sie den Fall Weltege, des früheren Bundesbankpräsident, der wegen Kleckerlesbeträgen, die er da für seine Verwandten angenommen hatte, sein Amt niederlegen müssen, obwohl er ein riesiges Gehalt hat. Das Problem ist, dass wir keine wirksamen Vorschriften gegen die Korruption etwa von Abgeordneten haben. Ein Abgeordneter kann sich unbeschränkt viel Geld entgegennehmen von Interessenten, ohne dass irgendein Staatsanwalt oder wer da eingreift. Da fehlen die Vorschriften. Auf der einen Seite schauen Sie auf die Politik, auf der anderen auf die Wirtschaft. Nun ist es ja so, dass der Einfluss von Wirtschaftsbossen in multinationalen Konzernen immer größer wird. Ist denn die politische Klasse nicht mehr da für den Bürger? Nun, die politische Klasse schirmt sich gegen den Bürger ab. Politische Klasse sind die Berufspolitiker über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg, die eigene Interesse haben, die gleichzeitig die Gesetzgebung beherrschen und die Gesetze in ihrem Sinne machen. Man sieht das ganz deutlich bei Diätenerhöhungen, bei Entscheidungen des Parlaments über Parteifinanzierung oder Fraktionsfinanzierung. Da sind sich die Abgeordneten über die Parteigrenzen hinweg sehr schnell einig, entscheiden in eigener Sache und bedienen sich selbst. Da bedürfte es eines wirksamen Gegengewichts, etwa durch Kontrolle durch Entscheidungen des Volkes. Es ist ja gar nicht so aberwitzig, dass die Vertreter des Volkes auch nicht selbst ihre Bezahlung bestimmen, sondern dass die sie vertreten, die Bürger darüber entscheiden, was die bekommen sollen. Sie beschreiben in Ihrem Buch einen Staat, der sich mehr und mehr von einer funktionierenden Demokratie entfernt. Wie kommt das? Es kommt daher, dass die Institutionen, das Wahlrecht, der Föderalismus, die Parteien- und Politikfinanzierung, dass die Parteien im Parlament über die Grenzen hinweg
diese Institutionen in ihrem Sinne im Laufe der Zeit richtiggehend pervertiert haben, den Wähler entmachtet haben. Der kann in Wahrheit nichts mehr entscheiden. Das müsste man ändern. Aber haben wir denn nicht die Politiker, die wir verdient haben? Wir haben sie ja gewählt. Wenn wir sie gewählt hätten, hätten wir sie auch verdient. Das Problem ist nur, dass wir, die Bürger, die Abgeordneten, in Wahrheit gar nicht auswählen können. Wen die Parteien auf sichere Listenplätze setzen oder in Hochburgwahlkreisen, wo immer nur der gewählt wird, den die mächtigste Partei dort aufstellt. Wen die Parteien dort aufstellen, der ist längst vor dem Wahltermin sicher ins Parlament zu kommen. Bürger können das nur formal abnicken. Nein, in Wahrheit bestimmen die Parteien, wer ins Parlament kommt, nicht die Bürger. Die Parteien nach ihren eigenen Gesetzen und ihren Maßstäben, nicht die Bürger nach ihren Maßstäben. Und deswegen können wir nicht sagen, wir haben sie gewählt. Sie sagen, der politische Wettbewerb sei außer Kraft gesetzt. Was meinen Sie konkret damit? Nun, damit ist gemeint, dass der Wähler nicht in bestimmten Dingen, nicht zwischen verschiedenen Parteien und Abgeordneten entscheiden können, sondern dass die in eigener Sache über die Parteigrenzen hinweg entscheiden, sodass alle im Boot sitzen und der Wähler nicht durch die eine oder andere Wahl der einen oder anderen Partei das, was er für richtig hält, durchsetzen kann. Wenn die alle in einem Boot sitzen, wen soll er dann noch bestrafen oder belohnen, wenn doch alle das Gleiche gemacht haben? Herr von Arnim, noch ganz kurz zum Schluss. Ihr Buch hat 367 Seiten. Hat man es gelesen, kann man die Akte eigentlich schließen und alle Politiker Deutschlands abwählen. Wie soll es jetzt weitergehen? Man müsste Reformen machen. Man müsste den Bundespräsidenten direkt wählen, nicht wie das jetzt der Fall ist, von Parteien auskungeln lassen. Man müsste Ministerpräsidenten direkt wählen. Etwa Beckstein, der Minister von Bayern, ist im Hinterzimmer ausgekungelt worden, ohne dass die Wähler in Bayern irgendeinen Einfluss hat. Man müsste das Wahlrecht reformieren. Man müsste Volksbegehren und Volksentscheid auch auf Bundesebene einführen. Kurz, man müsste dem Bürger mehr Rechte geben. Man müsste auch den Föderalismus reformieren, dass die Politik handlungsfähiger wird und den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden konnte. Also eine ganze Reihe von Reformmaßnahmen. Es bleibt also noch viel zu tun. Herr von Arnim, ich danke Ihnen fürs Gespräch.